Servus Leute, hier ist wieder euer Boompower und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Empire Total War mit den Johannitern. Letztes Mal, ist einerseits gut gelaufen, andererseits auch schlecht, wie wir hier gerade sehen können, weil wir die einfach mal genau in die falsche Richtung getrieben haben. Als ob die nicht in die andere Richtung hätten gehen können. So ungefähr, ne? Schweinerei kann ich dazu nur sagen. Schweinerei. So, 1300 haben wir noch übrig. Weiß nicht, was wir damit anfangen können. Also, ich möchte aber auch wirklich hier nichts ausbauen, weil es lohnt sich einfach nicht. Technologisch haben wir tatsächlich anscheinend schon ein großes Arsenal in Kairo stehen. Also, die haben uns wirklich reich beschenkt hier. Das ist der Wahnsinn. Und sonst, wir könnten höchstens noch ein paar Truppen bauen. Aber es wird ja nichts bringen. Weil entweder muss ich mit denen ewig weit laufen oder, naja. Die haben hier übrigens auch mal extrem geile Scheiße da drin, also unglaublich. Indien ist ja tatsächlich im Frieden, also das ist absoluter Wahnsinn, was die da machen, bitte. Die Kampagne läuft ja sowas von komisch. Hier lassen sie sich auch alle in Frieden. Wie sieht es denn eigentlich generell aus? Wer ist mit wem eigentlich gerade im Krieg oder gehen sie gerade alle nur auf mich los? Frankreich ist im Krieg mit Österreich und Großbritannien. Österreich, nun ja, wird ja bald nicht mehr existieren. Großbritannien ist im Krieg mit Spanien, Frankreich und dem Kurland. Okay. Marathenreich ist komplett im Frieden. Das Mogulreich ist komplett im Frieden. Osmanische Reich ist mit uns im Krieg. Preußen ist mit Hessen und Venedig und Österreich im Krieg. Russland ist auch mit Schweden im Krieg neben uns. Die Schweden sind mit Russland im Krieg, aber mit dem Osmanischen Reich verbündet, gleichzeitig auch mit Dagestan im Krieg. Spanien ist im Krieg mit Österreich und Großbritannien und Österreich wird bald nicht mehr sein. Oh jemini. Alles höchst interessant. Ich würde immer noch ganz gerne ein Bündnis anbieten. Nicht akzeptabel, alles klar. Ja, Geld sparen, nächste Runde und hoffen, dass Kairo nicht eingenommen wird, weil sonst haben wir nämlich auch geldtechnisch ein paar Probleme einfach nach einer Zeit. Da fallen uns dann 600 pro Runde weg. Das ist nicht schön. Nein, das ist nicht schön. So, mal gucken, wann München... Alter! Jetzt ist langsam gut. Die wollen wirklich Kairo zurückhaben. Habe ich so den Eindruck. Ja, die sind blöd. Die sind einfach blöd. Sehr gut. Die zerstören mir zwar jetzt alles, aber ist ja nicht so, als ob die einfach hätten... Oh Gott. Lauf, Kollege. Lauf! Lauf in die Schule. Nee, halt. Du kannst auch dahin laufen. Ist näher. So, da la. Was kommt denn jetzt da angelaufen? Wie... Alter, richtig viel Linieninfanterie. Nicht speichern. Das. Oha. Das wird jetzt aber langsam richtig, richtig fies. Ich muss hier... Ja, toll. Kann ich viel rekrutieren, ey. Wow! Ich komme ja nicht mal dazu, hier irgendwie 6. Klasse Fregatten zu bauen. Und ich will auch nicht wissen, wie viel ich davon bräuchte, um den Bogen zurück zur ersten Folge zu spannen. Ich kann ja noch 2 Milizen abbeordern. Das geht ja auch. Auf geht's. Befreit den Hafen. Lauft! Widerstand gegen Fremdbesetzung ist noch minimalst. Du darfst hier reinlaufen. Wie schaut es denn eigentlich hier in Algier aus? Algier ist katholisch, mit 1,6% immer noch an Bekehrung pro Runde, aber es gibt immer noch religiöse Unruhen. Wahrscheinlich, weil dort keine Kirche ist. Ja, hier ist eine Kirche und hier ist trotzdem. Andererseits, glaube ich, tut es wirklich die schon gut senken. Weil, wie wir hier sehen können, hier ist immer noch der Islam die überwiegende Konfession. Aber es ist nur eins
religiöse Unruhen, während hier in Algier keine Kirche ist. Religiöse Unruhen aber auf 3, obwohl hier schon die primäre, schon lange der Katholizismus ist. Ja, ne? Ich hoffe mal, ich kann mich irgendwie verteidigen, weil das wird böse werden. Das wird richtig böse. Die kommen jetzt einfach mit ihrer Macht als Großnation und preschen jetzt auf mich ein. Da kann ich nichts anderes machen, als irgendwie versuchen, mich dagegen zu erwehren. Das wird sonst richtig übel. In der Zwischenzeit kann ich ja nochmal eine leichte Galeere bauen und nochmal ein bisschen Geld abzwacken. Mal gucken. Ab in die nächste Runde. Oh, Großbritannien. Andere Großnationen, bitte macht keinen Scheiß, okay? Ich weiß schon, als... Jetzt greifen sie an. Okay, sie kommen mit teils angeschlagenen Einheiten, kommen sie her. Teils neuen. Ja, müssen wir kämpfen, ne? Geht nichts dran vorbei. Kann man nicht machen. Fun Fact am Rande. Für alle, die dies interessiert. Ich habe ja vergangenen Sonntag, beziehungsweise vorletzten Sonntag, nicht vergangenen, muss man ja so sagen, vorletzten Sonntag habe ich ja eine Umfrage bezüglich Rennspielen gemacht und da kam ja raus, dass das Interesse grundsätzlich da ist, schon beim Paar, aber vielleicht nicht, also es ist nicht die Mehrheit. Voll verständlich, genau deswegen habe ich ja auch gefragt. Aber ich habe ja angekündigt, dass ich hier dann Sachen bestelle und beziehungsweise Equipment, und das habe ich gemacht. Ist jetzt für euch schon ein paar Tage her, aber ich habe es gemacht und ich freue mich drauf. Wie stellen wir die jetzt am besten auf? Machen wir die Stadt dicht? Macht es überhaupt Sinn, die Stadt dicht zu machen? Wir haben keine Pferde. Das heißt, wir brauchen eigentlich, ich weiß nicht, wir müssen eigentlich im Nahkampf rein. Wir sind, ja, aber Nahkampf bedeutet, männertechnisch überlegen zu sein. Wir müssten sie irgendwie hier einkesseln. Dass sie dann irgendwie hier hinkommen und dann wir schießen. Dass dann einer da reingeht, da rausschießt, hier die dann abschießen, hier noch vielleicht einen kleinen Vorstand dann machen. Da gehen am besten die größtmöglichen Einheiten da rein. 107 gehen noch hier vorne hin. 93 gehen noch hier vorne hin. Ihr seid dann eine Einheit. Dann haben wir dich. Du gehst rein. Stellen wir dich aber gleich so hin. Die 78 gehen hier hin, die 88 gehen hier hin, die 103 gehen dorthin, 72 gehen hier hin, 79 gehen hier hin. Und dann seid ihr eine Einheit. Was haben wir jetzt noch übrig? Teils erfahrene, teils nicht. Hier ist vielleicht noch ein bisschen wenig. Aber euch würde ich dann vielleicht gegebenenfalls woanders hin tun. Und die sind, ja, ne? Nahkampf, gib ihm rein. Kanonenfutter sind die. Die haben zwei. Ne, die haben viel mehr Haubitzen, ne? Die haben viel, viel, viel mehr Haubitzen. Und die haben auch einen Kamelnomadentrupp. Okay, durch die Haubitzen macht das das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ich kann jetzt nicht in die Arsenale reinrennen und auch in das Rathaus, weil die machen mir das kaputt. Das ist kacke, das habe ich total vergessen. Gekonnt, vergessen innerhalb von ein paar Millisekunden. Sehr schön. Ich bin Profi. Ja, ich weiß nicht, eigentlich muss ich anpassen an die Sache, wo sie hinkommen. Yo, what? Alter, ich mach mit Karkassen nie so viel Schaden. Die cheaten doch. Alter. Das ist gemein. What the fuck?
Gebt euch alle in Deckung. Auf. Alter, ey. Ja, die kommen voll frontal. Okay. Das heißt, ich mache am besten noch so. So. Hallo. Moment, ich kann ja dich ein bisschen noch so reinstellen. Du gehst ja da rein, du gehst da rein, du machst hier die Seite ein bisschen dicht. Du machst hier die Seite dicht. Die anderen müssten irgendwie Backup machen, ne? Euch Kanonenfutter kann ich jetzt schon mal reinjagen. Ja klar, ne? Ist schon wieder voll getroffen. Ich treffe mit den Karkassen nie was. Nie. So, pass auf. Ich mache jetzt nochmal Folgendes. Ihr seid mein Lauftrupp. Ihr werdet versuchen, die ganzen Einheiten da hinten einfach mal wegzufegen. Dafür wären berittene Einheiten genial. Meine einzige berittene Einheit ist der General. Ich bin mir nicht sicher, ob das so geil ist, den General zu, in Anführungsstrichen, opfern. Halte ich jetzt nicht unbedingt für so eine geile Idee. Muss ich mal dazu am Rande sagen. What the fuck? Hey, hallo, da ist ein Gebäude dazwischen. Diese eine Einheit, die da die ganze Zeit Karkassen macht. Ja, die bombardieren mich einfach zu. Ich muss auf die zulaufen eigentlich. Kommt, passt auf. Ihr da. Ihr seid jetzt unser Trupp. What the fuck? Das kann doch echt nicht wahr sein. Schweinerei. Aber die gehen nur auf die. Ja, jetzt machen sie endlich mal genau... Nee, da sind auch schon wieder welche durch die Karkassen gestorben. Ich verstehe es nicht. Warum sind die so gut damit? Die machen bei mir nie Schaden. Zu sehen übrigens in 5 anderen Staffeln. Nicht mal Edskalk macht Schaden ordentlich. So, los. Ah, jetzt ist das Gebäude 5213. Die haben sogar 2 Seiten. Rückzug, Männer. What the fuck? Da schon wieder? Was zum... Hä? Ich weiß nicht... Bei mir macht es nicht so viel Schaden. Ich werde wahnsinnig. Das macht einfach nur... Das macht einfach nur Schaden des Todes bei denen. Jetzt reicht's. Das ist genug. Die haben so viel Schaden bei mir angerichtet. Ja, und das ist jetzt aber wiederum KD, weißt du? Auf der einen Seite cheaten, weil sie Schaden des Todes machen. Und auf der anderen Seite... Und auf der anderen Seite wiederum, einfach überhaupt nicht blicken, dass ich in der Zwischenzeit ganz bequem dahin laufe. Was ist denn das? Müsst ihr aufhalten.
Nein, ihr schießt nicht mehr. Ihr hört auf, meine Stadt zu bombardieren. Und ihr hört auf, meine Truppen zu bombardieren. So, jetzt sind sie auch komplett weg von den Haubitzen. Das reicht ja theoretisch schon. So, schön weiter gleich preschen. Schön weiter preschen. Ihr seid Kanonenfutter bei mir jetzt. Hört auf, die ganze Stadt kaputt zu machen. Ja, das ist gut, Leute. Das ist gut. Los, rüber. Da sind noch 4 Einheiten übrig, aber die fliehen jetzt. Sehr schön. Jetzt schnell dahin laufen. Los, los, los. Puh. Okay. Das verstehe wirklich einer mal, wer will. Das ist unglaublich. Auf der einen Seite schießen... Wie, mir fällt keine Metapher dafür ein, ey. Also wirklich wie ein Gott schießen. Und andererseits wiederum Bullshit bauen teilweise vom Allerfeinsten. Unverständnis pur. Pass auf, geh mal da rein. Jetzt geht's ja. So, und das war's für diese Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Ich habe ein bisschen länger für die Schlacht noch gebraucht und danach noch ein kleines bisschen was gemacht, weshalb der Cut jetzt hier sein muss. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.